Deutschlandfunk. Kalenderblatt. 8. Juni 1949. Vor 75 Jahren erschien in London George Orwells Dystopieroman 1984. Ein Beitrag von Christian Röther. Der Londoner Rundfunk bringt im Jahre 1984 eine neue politische Satire von George Orwell. So beginnt ein Hörspiel aus dem Jahr 1949, produziert vom Südwestfunk und der BBC. Die Romanvorlage war erst kurz zuvor erschienen, am 8. Juni 1949. Nieder mit dem großen Bruder, nieder mit dem großen Bruder. Big Brother, George Orwell hat ihn erfunden, den personifizierten Überwachungsstaat. Ein Staat, wie er totalitärer nicht sein kann. Jeder Ton, jede Bewegung, jeder Gesichtsausdruck konnte jederzeit im Hauptquartier der Gedankenpolizei gehört und gesehen werden. Protagonist ist Winston Smith, ein einfaches Mitglied der diktatorischen Staatspartei. Sein Job, historische Dokumente korrigieren. Doch Smith lehnt sich auf gegen Überwachung und Propaganda. Er will Widerstand leisten und scheitert. Macht besteht darin, die Gedanken der Menschen zu beherrschen. Das ist die Welt, die wir aufbauen, eine Welt der Angst. Seit jeher wird dieser Roman als Kommentar zum Zeitgeschehen gelesen. Deshalb schnellen die Verkaufszahlen immer mal wieder in die Höhe. Etwa Anfang der 80er, als die Bundesrepublik eine Volkszählung vorbereitet. Dagegen formiert sich Protest. Mit dabei der Rechtsanwalt Hans-Christian Ströbele. Dieser Roman war dann eine Erinnerung, die wir auch immer dann als Beispiel gebracht haben und geschildert haben, dass das der Anfang einer Entwicklung sein kann zu dem vollständig kontrollierten und deshalb auch gegängelten Menschen. Erinnerte sich der inzwischen verstorbene Grünen-Politiker bei Deutschlandfunk Kultur. Aktivisten wie er hätten in den 80ern befürchtet, dass die Menschen alle gleich gemacht werden, dass sie keine Freiheit mehr haben, dass das Individuum untergeht in der Masse, die der große Bruder manipuliert. Ähnliche Stimmen wurden auch 30 Jahre später laut, als Edward Snowden das Überwachungsprogramm der NSA enthüllte. Und auch als Russland die Ukraine überfiel. Krieg ist Frieden, Freiheit ist Sklaverei, Unwissenheit ist Kraft. Der britische Schriftsteller und Journalist George Orwell verstand sich als Sozialist und rechnete literarisch gerade deshalb mit dem Stalinismus ab. In seinen Romanen Farm der Tiere und 1984 lassen sich Parallelen zur Sowjetunion erkennen. Denn der Wahlspruch der Partei lautet: Wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Zukunft. Wer die Gegenwart kontrolliert, kontrolliert die Vergangenheit. Wer die Gedanken kontrolliert, kontrolliert die Realität. In einigen kommunistischen Staaten war 1984 verboten. In der DDR kam der junge Drucker Baldur Haase wegen des Buchs sogar ins Gefängnis. Ende der 50er hatte ein westdeutscher Freund es ihm geschickt, erinnerte sich Haase in einem Zeitzeugeninterview mit dem Haus der Geschichte. Ich habe das Buch gelesen und habe Ähnlichkeiten festgestellt zu den Verhältnissen der DDR. Man hat ja damals auch Verschiedenes gehört, dass Leute verschwinden und eingesperrt wurden. Und da war ich so leichtsinnig und habe dann meinen Freund geschrieben, ja, bei uns in der DDR gibt es ja auch eine Gedankenpolizei, die Staatssicherheit. Und diese Gedankenpolizei fing den Brief ab. Haase landete vor Gericht. Das Urteil: 3 Jahre und 3 Monate wegen staatsfeindlicher Hetze. Er musste Geständnisse unterschreiben von Dingen, die er nie begangen hat. 1984 ist ein machtvoller Text. Vor ihm zittern totalitäre Regime bis heute und sie versuchen ihn deshalb zu unterdrücken. In Belarus ist der Roman seit 2 Jahren erneut verboten. In Russland ist er unerwünscht. Zugleich wird dort eine Überwachungstechnologie produziert, die tatsächlich Orwell heißt. Und das ist keine Satire. Genauso wenig wie die Massenüberwachung der Bevölkerung etwa in China. Beschattung auf Schritt und Klick. Wenn Sie ein Bild der Zukunft wollen, dann stellen Sie sich einen Kommissstiefel vor, der ein menschliches Gesicht zertrampelt. Auch die Selbstüberwachung vieler Menschen scheint keine Grenzen zu kennen. Freiwillig stellen sie sämtliche persönlichen Daten Konzernen zur Verfügung. Ja, es war soweit. Er liebte seinen großen Bruder. Und er wusste, das war das Ende.